Um die Arbeitsunterlage zu schützen, benutze ich Backpapier. Da die Korken gebraucht sind, die ich verwende, suche ich Korken, die gleich lang sind, aus, damit wir am Ende ein harmonisches Bild haben. Hat der Korken die gleiche Größe wie die innen, dann kann er nach außen geklebt werden. Den Zwischenraum fülle ich jetzt mit etwas Moos auf. Und dann kam die Frage nach den Kerzen auf. Für diesen filigranen Kranz müssen filigrane Kerzenhalter her. Die Kerzenhalter habe ich mir aber dann selber gebastelt, und zwar aus Kerzentönen für Warmkerzen, patenthaften und etwas heißklebrig. Und damit der Kranz gut duftet, habe ich einen Eukalyptuszweig in den Zwischenraum gelegt und das Ganze mit den Kerzenhaltern befestigt. Und was wäre ein Adventskranz ohne Tannenduft? Dafür habe ich noch ein paar Arizonika-Zweige eingearbeitet.